Mir ist es eben besonders wichtig, wenn man mit irgendetwas nicht zufrieden ist, dass man da was macht und nicht eben immer nur alles kritisiert, sondern selber versucht, etwas zu ändern, weil das ist das, was am Ende entscheidend ist, dass man in diesem demokratischen System seine Stimme auch erhebt und sie nutzt. Das eine ist politische Teilhabe und politische Mitbestimmung, die jeder, der sich für Politik interessiert, ausüben darf. Aber das andere ist es, ein aktives und auch ein passives Wahlrecht zu besitzen. Ich bin Ronja, 17 Jahre alt und eine Berliner Schülerin. Ich setze mich ein für die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Mein Name ist Sarah Beckhoff, ich bin 26 Jahre, bin Kreisvorsitzende der Jungen Union Dortmund, CDU-Ortsvorsitzende und im Bundesvorstand Beisitzerin der Jungen Union. Und ich bin gegen eine Absenkung des Wahlalters bundesweit auf 16 Jahre. Ich denke, dass besonders auf der Landesebene das Interesse bei Jugendlichen einfach besonders hoch ist, weil es ja oft Projekte oder Vorkommnisse sind, die sie unmittelbar betreffen. Zum einen muss man sich die Frage stellen, ändern sich diese Interessen so maßgeblich, wenn die gleichen Menschen, die heute 16 sind, in 2 Jahren wählen dürfen? Und zum anderen sehen wir auch, dass die Wahlbeteiligung unter jungen Menschen im Durchschnitt niedriger ist als unter älteren Menschen. In Deutschland ist etwa 1/3 der Wahlberechtigten über 60 Jahre alt und die Jugendlichen werden in der Politik kaum vertreten, weil unsere Bevölkerung ja mit der Zeit immer mehr altert. Und deshalb werden vor allem die langfristigen Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, die im Interesse der Jugendlichen liegen, kaum berücksichtigt. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so, dass diese Interessen ausgeschlossen werden. Ich bin ja auch mit 14 in die Junge Union eingetreten und habe das getan. Und die Mitwirkung in Parteien ist auch schon ab 16 möglich. Und ich glaube, dass niemand bestreitet, dass Fridays for Future einen maßgeblichen Einfluss haben, zum Beispiel auf die Politik und auch auf die aktuellen Diskussionen auch schon durchaus etwas bewirkt haben. Es ist ja keinesfalls so, dass alle Wahlberechtigten in Deutschland sozusagen sich ein perfektes Urteil bilden können oder sehr gut informiert sind über die politischen Abläufe. Und 16- und 17-Jährige können sich genauso gut ein Urteil bilden und sich informieren wie Erwachsene. Ich glaube durchaus, dass es 16-Jährige gibt, die sich mehr mit Politik befassen und auch eine fundiertere Wahlentscheidung treffen können als Erwachsene, als auch 40-, 50-, 60-Jährige. Aber ich glaube eben doch, dass es immer eine sehr individuelle Betrachtung ist. Also kein Mensch ist gleich oder beschäftigt sich gleich mit Politik. Deswegen ist jede Altersgrenze beim Thema Wahlrecht, die von der 18 abweicht, doch sehr willkürlich gewählt. Das Grundgesetz wurde ja schon in der Vergangenheit öfters geändert. Früher lag das Wahlalter bei 21. Und wenn es schon mal ging, dann wird es auch noch mal möglich sein, das Grundgesetz zu ändern. Am logischsten ist es eben beim Thema Volljährigkeit, die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit mit 18. Ich darf auch, wenn ich noch nicht 18 bin, weder alleine ein Auto führen hier in Deutschland, noch einen Mietvertrag unterschreiben. Und von daher ist jede Grenze, die über oder unter 18 liegt, sehr willkürlich. Die Strafmündigkeit gilt in Deutschland ja sogar schon ab 14 und da sind 16-Jährige ja schon weit drüber. Und außerdem sind 16-Jährige oftmals genauso ein Teil der Gesellschaft wie Erwachsene. Mit 16 arbeiten ja auch schon viele, sind deswegen ein Teil des Wirtschaftsgeschehens. Und auch wenn die Volljährigkeit erst 2 Jahre später beginnt, können sie definitiv schon politische Entscheidungen treffen. Die Ausbildungen dauern länger, die Gründung einer Familie
ist im Durchschnitt später als beispielsweise den Vorgängergenerationen. Und da sehe ich jetzt nicht, dass eine Herabsenkung des Wahlalters die Notwendigkeit aufweisen würde. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Korrelation aus Rechten und Pflichten, wenn man das Mindestwahlalter bei 18 belassen würde.